19 an den Start gehen, 16 stehen zur Aufstellung bereit. Ja, wir haben kurz nach 6, würde ich sagen, starten wir mit der Einführungsrunde. Ich werde dann zügig aufschließen, dann wird das Rennen mit Glockensignal freigegeben und dann geht es jetzt Ausscheidungsfahren. Jede Runde, jede zweite Runde scheidet der letzte Fahrer aus. Die Kante des Hinterrades ist die entscheidende Messgröße. Aus Köln, die Zwolit in den letzten Tagen noch auf der Bahn in Frankfurt oder im Einsatz mit seinem Partner, der jetzt schon mal erfolgreich im Mindestens war. Nächste Runde, die erste Ausscheidungsrunde. Letzte Fahrer schaltet aus. Es war natürlich Schnelligkeit auf der Bahn, nur im Ausscheidungsfahren gefragt, aber eben auch das Auge. In welcher Position befinde ich mich? Habe ich die Chance, mich aus der misslichen Lage der letzten Position noch einmal zu befreien? Start Nummer 77 scheidet aus. Marvin Heinzen vom RSV Euskirchen. Die 77 scheidet aus. Bitte die Bahn dann relativ zügig räumen. Nächste Runde wiederum. Ausscheidungsrunde. Jetzt gilt es wieder, wer scheidet aus? Mal angezogen, um ins Gebirge gefahren. Das ist die Startnummer 76, wenn ich das richtig sehe. Die 75. Ja. Den haben wir auch natürlich aufgeführt, Fahrer vom Verein Kölner Straßenfahrer. Das ist Darius Hoffmann. Darius Hoffmann ist derjenige, der hier das Rennen beenden muss. Nächste Runde wiederum, Ausscheidungsrunde. Schwierig, dann sich aus der letzten Position noch einmal vorbeischieben zu können. Es erwischt die 72, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Jury nickt. Christoph Reich von VfR Büttgen ist der Fahrer, der das Rennen beendet. VfR Büttgen, die Rundnummer 72. Christoph Reich scheidet aus. Es geht bereits wieder in die entscheidende Ausscheidungsrunde. Letzte Fahrer am Zielstrich beendet das Rennen. Wir schauen wieder auf den Zielstrich, auf die letzte Kante. Die 78, Florian Langhammer vom RSV Euskirchen ist derjenige, der das Rennen mit beendet. Im Moment sind wir ganz komfortabel in Position. Frau Düren, Katholike, die an die Spitze gesetzt hat und das Deko im Moment erstmal entsprechend hochhält. Mit allen Versuchen entgeht es und die 76 bitten wir auszuschalten, das ist Felipe Fernandes vom VCS Köln. Nächste Runde wieder die Ausscheidungsrunde, nächste Runde wieder Ausscheidungsrunde. Und da wird gefordert, sie gespielt, an der letzten Position gefahren. Oben wieder vorbei. Und die Rückennummer 3
76, Dominik Witsch jetzt, dann kommt Elia Köln, schaltet aus. Jetzt wird der ein oder andere sagen, der war doch gar nicht der letzte Fahrer, der ist unten durchgefahren. Das wird entsprechend geahndet. Also die Rücknummer 73, Dominik Witsch jetzt, dann kommt Elia Köln, schaltet aus. Sturz gegeben, Vorsicht, Sturz, eben der Zieleingangskurve. So, Rennen ist neutralisiert. Achtung, die Sanitäter bitte in die Zieleingangskurve und Rennen ist neutralisiert. Rennen ist neutralisiert im Augenblick, hat den Sturz gegeben. So, nach der Schrecksekunde können wir das Rennen wieder freigeben. Also nach einer Runde, da wird das Rennen wieder freigegeben. Dann sind zwei Runden bis zur nächsten Ausscheidungsrunde. Und an der Stelle erstmal gute Genesung an alle gestürzten Fahrer. Hoffen, dass das einigermaßen glimpflich abgegangen ist. Haben gesehen, Benjamin Limpock erstmal in ärztlicher Behandlung, aber die anderen gestürzten Fahrer sind Gott sei Dank dann wieder auf dem Bein gewesen. So, es geht in die nächste Ausscheidungsrunde. Nächste Runde mit der Ausscheidungsrunde im Rennen der U17 und U19. Zweiter Lauf der Kölner Bahnmeisterschaft. Jetzt geht es in die Ausscheidungsrunde, also das war gerade das Rennen, das wurde ja angedeutet. Jetzt geht es in die Ausscheidungsrunde am Ziel. Ausscheidungsrunde am Ziel. Der letzte Fahrer jetzt wieder scheiße die letzte Sache des Hinterrades aus. Die 54 scheidet aus ganz oben, hat er sich versucht noch von der Position zu entfernen. Simon Dunning kommt nach das Frau Dürren. Nächste Runde wieder Ausscheidungsrunde. Nächste Runde ein wiederum letzte Fahrer. Den erwischen muss die Segel reichen. Also komfortabel auslaufen. Ende in dieser Sekunde. Mit dem Ausscheiden die Runde macht 71 ist das Unruhe überholt worden. Das ist Heiko Schrömminghausen vom Zugvogel Abend der Führende in der Klasse Plus 17 nach dem ersten Lauf, nach den ersten beiden Wettbewerben. Wir hören das Schlusssignal. Auch hier geht es wieder in die Ausscheidungsrunde. Am Ziel geht es wieder. Die 79, Herr Münstermann von den Radschlägern aus Düsseldorf ist derjenige, der hier das Duell verliert und ausscheiden muss. Herr Münstermann von den Radschlägern aus Düsseldorf. Neues Spiel, neues Glück. Wiederum geht es in die Ausscheidungsrunde. Fünf Fahrer sind noch auf der Bahn. Jetzt holt er die Führung immer noch nach. Die Flöte.
gerungen mit dem Tigersprung und die 74 Herbstgericht. Muss ausscheiden, Felix-Richter vom RSF Oberberg starten in die 70. Da gab es den Wassersprung auf den letzten Meter. Hat geschlossen worden, der Staubwald des Wassersprungs an den Ausscheid nach Valentin und für die nächste Runde geht es wieder um. In die Ausscheidungsrunde. Hier ist es wieder. Wir fahren noch. Nils Politz. Leichter Stefan Schneider, Markus Schnurr, Staubfolge Fahrrad. Der Fahrer mit der Folge Nummer 80, Lars Witte, wenn ich das richtig lese, Sie haben schriftlich nachgefragt auf Ihr Kopfpunkt, ein Kölner Straßenfahrer weiß bereits, dass für ihn das Rennen beendet ist, das Ausscheidungsfahren. Hier wird der Wettbewerb insgesamt. Im Rennen mit Politz, Stefan Schneider und Markus Schnurr, alle drei in der 19. Schneider hat ein schärfes Tempo, der Tempo aus dem Duell erst einmal raus. Politz hat sicher die zweite Position, das entscheidet in dieser Runde als Dritter. Und hier nach raus von der Staubwolke aus dem Rad, Markus Schnurr. Jetzt gilt Platz 1 und 2 im Sprintmanier. Jetzt wurde es letztlich an die Spitze. Der Schneider versucht nochmal zu kontern. Nach einer Handlänge versucht die Geschwindigkeit auf der Runde herauszubringen. Gelungen. Ja, jetzt wurde ich vorstellen, Herr Schneider. Das Ergebnis im Ausscheidungsfahren mit der Markus Schnurr und Vierter, damit der Bestplatzierte in der 17. Klasse vom Kölner Straßenfahrer Lars Witt.